Da ist man den ganzen Tag am Arbeiten, nur um dann festzustellen, dass man den Snap vom gestrigen Tag vergessen hat zu speichern. Tja, muss ich euch die ganze Chose den nächsten Freitag nochmal zeigen. Aber es war ja nicht das letzte Mal, dass ich in der Stadt bin, wenn Wochenmarkt ist. Und jetzt gehe ich erstmal was schlecken und ihr dürft dabei sein. Heute wird es ein klein bisschen würziger, denn ich probiere Beef Jerky und Pork Jerky von Wild West aus England. Ich habe hier drei Sorten, einmal das Original Beef, dann das Hot and Spicy Beef und einmal Barbecue Pork. Von den Inhaltsstoffen geht das ja alles. Was mir aber echt überhaupt nicht gefällt, ist, dass da Soja drin ist, also Sojabohnen. Bin ich nicht so ein großer Fan von. Wenn man die Packung aufmacht, muss man aufpassen, denn in jeder Packung ist so ein Sauerstoffabsorber drin, der wohl dafür sorgt, dass ja, die Sachen frisch bleiben. Darf man aber nicht mitessen. So sehen die dann aus. Und so sieht das Jerky aus, wenn man es auspackt. Original Beef, Hot and Spicy Beef und Barbecue Pork. Geschmacklich sind diese Jerkys ziemlich gut, aber mir persönlich sind sie von der Konsistenz her zu lummelig, zu gummilastig. Ist nicht so mein Fall. Auf der anderen Seite bin ich auch niemand, der Chips und so Zeug isst. Das habe ich mir vor langer Zeit irgendwann mal abgewöhnt und das ist auch gut so. Auf der anderen Seite kann man solche Jerkys auch ganz einfach selber machen. Ist zwar ein bisschen zeitaufwendig, aber das geht ganz gut. Muss ich bei Gelegenheit mal wieder machen und euch zeigen. Wie ist es mit euch? Esst ihr solche Jerkys? Kauft ihr die selber? Macht ihr sie selber? Oder mögt ihr sie am Ende gar nicht? Einfach mal kurz Bescheid geben, würde mich interessieren.